Unser Roadtrip nach Ibiza geht los. Diesmal geht's durch Italien und Frankreich. Ich bin mit meinen zwei größeren Brüdern unterwegs und das werdet ihr heute sehen. Wir machen einen Spaziergang durch Nizza. Springen ins Meer. Und ich kaufe mir neue Rollschuhe. Morgen geht's für mich in den Urlaub und ich bin einfach schon so aufgeregt, weil es ist mal ein anderer Urlaub, den ich bis jetzt immer hatte, weil wir machen einen ganzen Roadtrip, wie ich schon die ganze Zeit sage, so quasi durch die ganze Welt. Wir fahren quer durch Frankreich und dort, das ist, ich habe es mir jetzt gar nicht so ganz genau merken können. Auf jeden Fall mega spannend, so ein kleines Abenteuer. Und das machen wir alles mit meinen Brüdern und mit meinem Vater im Auto, also nicht mit dem Flugzeug. Einfach mal was anderes und das Coole ist, durch das Auto haben wir nicht irgendwie Probleme mit Gepäck und auch wenn wir dann zurückkommen, dass wir da irgendwie zu wenig haben. Auf jeden Fall ist unser Reiseziel Ibiza und ich freue mich einfach so auf das heiße, schöne Wetter, auf das Meer und auf diese Vibes dort, weil das fehlt hier jetzt irgendwie in den letzten Tagen, ist mir das so in den letzten Wochen überhaupt nicht aufgefallen. Das Wetter hat nicht ganz mitgespielt. Auf jeden Fall wollte ich euch einfach zeigen, was ich alles so mitnehme. Auch in Ibiza und dort, wo wir überall hingehen, ist leider strenge Maskenpflicht. Also muss das leider einbehalten sein. Also ein bisschen anders wird es schon, aber trotzdem mega, mega cool. Beginnen wir jetzt mal mit den Klamotten, die ich mit habe. Also es sieht jetzt ziemlich, ziemlich viel aus, aber wir sind doch schon 1,5 Wochen weg. Also eine ganze Woche und dann noch eine halbe. Und da habe ich jetzt mit Pullis und ganz, ganz viele kurze Hosen, einen Onesie und eine längere Hose, falls es mal kalt werden sollte, was ich nicht hoffe und befürchte. Dann habe ich meine, jetzt habe ich meinen Socken ausgezogen, meine Badeschlapfen mit für den Strand dann. Dann habe ich hier noch eine Windjacke, einfach was für den Abend, wenn wir noch coole Fotos machen wollen in der Location oder so, weil wir machen dort auf jeden Fall ganz, ganz viele Fotos, da bin ich mir sicher. Dann ein bisschen ein längeres Kleidchen, so als Nachthemd, dann ganz, ganz viele kürzere T-Shirts, weil es dort, wie gesagt, einfach nur heiß ist, also die sind alle bauchfrei, also ein bisschen kürzer. Dann meine ganzen Badesachen, hier habe ich meinen Lieblingsbadeanzug mit, der passt einfach mega gut zu diesem bunten überall dort und noch Bikinis, ganz, ganz viele und ich bin mir sicher, dass ich dort auch noch welche kaufen werde und ein Badetuch. Dann habe ich auch noch mit, was ich vergessen habe, die Sachen, die ich für den Trip anziehen werde, einfach so ein Pulli mit einer Shorts und ganz normalen Socken und so, einfach alles, einfach chillig, weil unser erster Roadtrip geht morgen, also geht schon los um 7.30 Uhr und wir fahren 16 Stunden. Das heißt einfach nur chillig, chillig, chillig. Ich ziehe auch einfach meine ganz normalen weißen Schuhe an, die ich dann im Auto wahrscheinlich ausziehen werde und schlafen werde und alles mögliche. Dann ist hier noch meine Beauty Bag. Da sind einfach meine ganzen Schminksachen drinnen, meine Spangerl, meine ganzen Scrunchies, die ich mitnehme. Natürlich ganz viele lustige Farben. Dann, ihr könnt mich jetzt gerne auslachen, aber das hier ist einfach ein Schauergel, was ich, also so Duschschaum liebe, weil das ist einfach nur pure Kindheit, dieser Geruch. Das hatte ich immer als Kind. Also, das wollte ich einfach mitnehmen. Dann habe ich hier auch noch meinen coolen Sonnenhut. Das ist übrigens meiner. Die Armin hat hier den roten, ich habe den weißen und da steht drauf Palm Days. Auch richtig süß. Und dann habe ich hier noch dieses süße Tore-Täschchen, wo einfach alles drin ist. Mein Ladekabel, meine Haarbürste, meine AirPods. Ganz, ganz wichtig, dass ich da über den langen Trip auch Musik hören kann. Das sind die ganzen Sachen, die ich mitnehme. Und auf jeden Fall auch unsere Strandtaschen, wo ich dann meine ganzen Bikini-Sachen reingebe, die dann noch in eine extra Tasche, dass ich dann das gleich da drin verpackt habe. Und ja, wie gesagt, Leute, es wird einfach mega, mega aufregend. Ich werde euch auf jeden Fall auch in meiner Insta-Story mitnehmen. Jetzt noch schnell alles zusammenpacken, weil es ist schon recht spät. Da muss ich schon auch ab ins Bett, weil morgen geht es um 7.30 Uhr los. Ich werde schon müde, wenn ich das nur höre. Aber mein Vater hat gesagt, ich kann im Auto dann noch ruhig weiter schlafen. Aber bei mir ist es so, wenn ich wach bin, bin ich wach. Da kann ich dann nicht mehr im Auto schlafen. Aber wer weiß, vielleicht kann ich doch. Ich werde mir auf jeden Fall meine Schlafmaske mitnehmen. Stimmt, die muss ich auch noch einpacken. So, jetzt aber wirklich packen. Musik.
Am nächsten Tag geht es schon wirklich früh los und wir spulen gemeinsam die ersten hunderten Autobahnkilometer ab. Timmy und Enea sind gut drauf und ich habe es mir ganz hinten gemütlich gemacht. Schaut mal da! Mais. Mais, ganz viele Mais. So Leute, ich habe mir hier hinten ein kleines Reich gebaut und das wollte ich euch einfach nur kurz zeigen. Ich habe mich in die letzte Reihe gesetzt und mir ist ein bisschen gemütlicher gemacht. Es ist wirklich sehr gemütlich hier. Also da vorne ist der Timmy und der Neas und da haben wir einfach eine Zwischenbank. Und dann habe ich hier meine Trinkflasche, dieses Täschchen, wo meine ganzen Sachen drin sind. Dann habe ich hier mir zwei Pölster gebastelt, obwohl ich eigentlich nur einen brauche. Mein Handy hängt schon an der Powerbank. Hier habe ich einfach noch eine Polster und mich zugedeckt. Keine Ahnung, es macht irgendwie so einen Gemütlichkeitseffekt. Auf jeden Fall habe ich hier noch meinen Pulli und mein Polster. Eine Schlafmaske, weil es ist halt schon noch recht hell draußen. Und das ist gerade so schön. Wir sind einfach gerade mitten im Grünen auf einer Autobahn. Wir haben meine AirPods noch und dann, wenn wir auf die andere Seite gehen, haben wir hier meinen Rucksack mit meinen Sachen, mit meiner Switch. Hier habe ich noch ein paar Powerbanks drinnen und Ladekabel und so. Genau, das sind aber noch meine Sachen. Und hier habe ich noch meine Bücher und mein Tablet. Und ja, hier bin ich. Im Auto ist es trotz Klimaanlage ganz schön heiß. Viel trinken bei der Hitze ist wichtig. Kennt, aber das spiele ich normalerweise mit der Arwen immer, wenn wir auf langen Autofahrten sind. Wir schauen einfach in die Wolken, wenn es so mega schön ist und schauen, dass wir irgendwie irgendeine Figur oder sowas finden oder ein Gesicht oder einen Menschen, keine Ahnung. Wir schauen einfach die Wolken richtig lang an und dann bilden sich irgendwelche Bilder. Das finde ich voll cool. Warte, ich schau mal, ob ich das finde. Aber ich sehe gerade nichts eigentlich. Ich schaue mal auf die andere Seite. Oder hier hinten. Das gibt's doch nicht. Normalerweise finde ich immer irgendwas. Ich muss immer ganz lange in die Wolken schauen. Warte, helf mir mal. Also ich sehe hier gar nichts. Obwohl doch hier, da, seht ihr das? Das sieht aus wie ein Weihnachtsschuh oder sowas. Von so einem Elfen. Also das hier. Warte, wo ist mein Finger? Also. Wo ist er jetzt? Das sind die Bäume. Da, das ist so der Schuh und da ist diese Zipfelmütze da. Also da, wo das Glöckchen dran hängt. Da habe ich noch entdeckt einen Dino. Diese graue Wolke da. Da ist ein Dino. Also ich finde, das sieht aus wie ein Dino. Oder ein Krokodil. Bei der nächsten Raststation fahren wir jetzt mal kurz raus, machen ein bisschen Pause und so. Tun uns ein bisschen die Füße vertreten, weil wir jetzt dann doch schon echt lange im Auto sitzen. Ich kaue jetzt also schon seit 3 Stunden in seinem Kaugummi und es können uns endlich mal die Füße vertreten. Und er war schon richtig ekelhaft. Aber es gibt, wässrig war er nicht, aber er war einfach nicht mehr voller Geschmack. Und ich weiß, was sie so Italienisches gleich haben. Also hier haben sie gesehen, haben sie ganz, ganz viele Nudeln. Noch dazu sind das meine Lieblingsnudeln, diese Schmetterlingsformen. Oder diese eingekrüllten. Die sind auch voll cool. Und das sieht auch cool aus. Das sind so ganz dünne Spaghetti, schätze ich mal. Und meine Brille läuft wieder an. Und das hier, hat mein Vater gemeint, ist auch eine italienische Süßigkeit oder irgendwas. Und das hier auch. Ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube, das sind solche Cookies oder so. Ah nee, das sind solche Essstandteile. Keine Ahnung, was man mit denen macht. Olivenöl haben die auch. Spaghetti mit Olivenöl und Parmesan. Mua. Beste für einen Vegetarier. Schmeckt richtig lecker. Kann ich nur empfehlen. Ja, sonst haben die hier jetzt noch viel so Öl und sowas. Aber voll cool. Ich meine, das ist eine Raststation und die haben hier einen halben Supermarkt. Voll cool. Vergessen, was mitzunehmen für die Fahrt und der Nähe ist uns jetzt noch. Oh, Pringles, ja! Nimm bitte welche mit, aber so gute, richtig leckere. Nimm Sour Cream. Sour Cream sind die besten. Nein, nimm Pringles, nimm die da mit. Die kannst du überall kaufen, das ist die besten. Ja, aber das sind die besten. Aber wenn sie haben, dann nehmen wir die auch. Diskussionen mit Geschwistern. Seht ihr das? Beim Atmen schlägt meine Brille an. Schlimmste als Brillenträger, wenn man die Masken trägt.
Jetzt sieht man es richtig. Die angeschlagene Brille. Ich habe mir eine Margarita geholt. Also ist voll heiß, aber lecker. Weiter geht die Fahrt und wir haben noch viel vor uns. So, wir sind jetzt zwar in Italien, aber das ist noch gar nicht unser Reiseziel für heute, denn heute geht es noch für uns bis nach Nizza, also nach Frankreich. Und dort waren wir auch noch nie. Also Timmy, Ineas, wart ihr schon mal in Nizza? Nein, ich war auch noch nicht in Nizza. Und dort machen wir auch einfach einen Tag schon ein paar Sachen an und so. Also das wird auf jeden Fall auch spannend. Ich war halt, wie gesagt, noch nie dort. Und schaut euch das mal an. Oh mein Gott, Leute, schaut. Das ist der blöde Zaun im Weg, aber das ist so schön. Das ist einfach nur so ein ganz klarer, blauer Fluss. Ist wirklich eiskalt. Und hier auch mit den Bergen im Hintergrund. Das ist so schön. Ein paar Stunden später sind wir schon in Frankreich. Was rede ich da? Frankreich? Nizza. Es ist urschön. Also ich habe jetzt wirklich sehr lange kein Meer mehr gesehen. Wir haben jetzt lange Parkplatz gesucht, haben eigentlich einen gefunden. Und jetzt haben wir auch lange gebraucht mit dem Automaten, aber jetzt gehen wir lange zum Strand. Nein, wir sind gleich zur Fahrt. Okay, gut. Wir haben lange nach dem Parkplatz gesucht, damit wir kurz zum Strand gehen. Sehr gut. Wir hätten noch kurz für den Parkplatz suchen können und wir haben lange zum Strand gegangen. Jetzt geht's los. In der Straße. Ob das erlaubt ist? Jetzt hier. Egal. Wo ist der Strand? Ich kann es kaum erwarten, endlich zum Strand zu kommen. Und der Ball ist mega cool. Oh, diese Meerrichtung, diese habe ich schon nicht. Also es ist so schön hier und die Wellen sind einfach so schön und das Wasser ist halt so klar aus. Und ich hier ist auch gleich mal gemacht. Und da sieht wieder auch so cool aus mit den ganzen meinen Schuhen auf. Die Steine sind vorhanden. Hier ist halt wirklich so eine coole und so eine schöne Farbe und es war wirklich cool, jetzt einfach mal kurz schwimmen zu gehen, weil das Wasser ist wirklich urwarm. Das nenne ich mal Farben. Schöne Farben. Nach dem Strand haben wir uns jetzt noch hier in ein kleines Restaurant gesetzt und ich hole mir jetzt einen, also ich habe mir einen Salat Nissuas bestellt. Es ist ein Salat mit einem gemischten Salat mit Thunfisch. Esse ich normalerweise nicht, aber hier muss man das einfach mal probiert haben und ich möchte das auch unbedingt mal probieren. Mein Papa meint, es ist ziemlich lecker. Und was habt ihr noch bestellt? Wir haben heute das Menü genommen, das war so zwei Spieße mit Pommes und eine Salat dazu. Und Leute, hier ist es wirklich schlimm. Die haben hier so leckeres Wasser. Also Wasser hat für mich irgendwie einen Geschmack, aber ich finde, das ist so lecker, dieses Wasser. Falls in italienisches Wasser. Aber es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und deswegen trinke ich die ganze Zeit so viel, aber das ist bei der Hitze hier sowieso sehr, sehr wichtig. Lecker! Das ist ja gut, oder? Ich will sogar so.
Nach dem Essen gibt es noch einen kleinen Bummelspaziergang durch die Stadt. Die sind ja urschön. Die sind ja auch uncool, bitte. So Leute, jetzt habe ich mir was Cooles gekauft. So Leute, das sind sie, die neuen Rollschuhe, die ich mir gerade gekauft habe. Sind die nicht cool? Ich finde sie so schön mit diesem coolen Holo. Und diese Glitzerreifen mit der Glitzerkombi, es sieht wirklich so cool aus und es ist eine mega schöne Erinnerung an Nizza. Also mega cool, ich teste sie jetzt gleich mal. Ich bin gespannt, wie ich darin fahre, weil sie sind ein bisschen gebaut als meine anderen. Aber wir werden jetzt alles sehen. Ich ziehe sie jetzt erstmal an. Los geht's, jetzt probier ich mal. Also ich fahre mega, mega gut in den Schuhen. Es ist ein bisschen ein anderes Gefühl als mit den alten, aber trotzdem mega gut zum Fahren. Und die Rollen sind richtig gut, kann ich sagen, eingeölt. Und man fährt richtig smooth mit denen. Also es ist voll cool. So gut und die Location mit den Wellen und dieser frischen Meeresbrise ist einfach so angenehm. Also wirklich, perfekter geht's gar nicht.